Mein Name ist Ingrid und ich komme aus Wien. Ich war Verwaltungsangestellte, 38,5 Jahre. Es ist sehr schwierig. Es wird sehr viel gesprochen. Sie wollen sparen, sparen, sparen. Ja? Nur, ich sage, so ein Gesundheitssystem, so etwas gibt es in der ganzen Welt nicht. Da ist die Versorgung für die Bevölkerung. Mein Gatte war im Oktober beim Urologen. War alles in Ordnung. Anfang Jänner hat er Probleme gehabt, hat Blut im Harn gehabt, ist zum Arzt gegangen und es war ein Blasentumor. Und automatisch dann ins Hanusch-Krankenhaus, dort auf die Urologie. Dort hat er dann einen OP-Termin gehabt und jetzt ist er dann operiert worden alles. Und es ist Gott sei Dank soweit jetzt entfernt worden, aber er hat eine engmaschige Kontrolle, also alle 3 Monate hat er Kontrolle. Es war so ein Druck und so eine innerliche Angst, also ich bin gar nicht weiter zum Denken gekommen. Aber jetzt ist alles gut? Jetzt ist alles gut, ja, Gott sei Dank. Jetzt kann ich wieder leben. Zu zweit. Mein Herz schlägt für ein soziales Österreich und ich möchte jedem damit danken, dass wir so ein gutes Sozialsystem haben.